So, und da sind wir wieder mitten in der Mission auf dem riesengroßen Berg bei Valhalla Hills. Heute geht es mal darum, hier weiter nach oben vorzudringen und das Ganze ja entsprechend ein bisschen auszustatten. Ich habe jetzt da oben festgestellt, hier bräuchten wir definitiv noch einen Holzfäller und nochmal ein Lager. Die Sache ist nur die, wie machen wir das am besten, ne? Machen wir mal so hier. Und der Geologe, der wird hier auch irgendwo sein, da hat aber noch nichts gefunden, so wie ich das sehe. Wo ist Nils? Ne, Nils ist hier irgendwo am Gucken. Der schläft da. Ach, der schläft auch noch. Super, der schläft. Na, ein Schläfer. Hm? Ah. Gut, ich muss mich jetzt aber auch hier mal wieder weiter drum kümmern. Das heißt, anschalten, anschalten, anschalten. Hatte ich jetzt eigentlich arbeitslos oder nicht? Jetzt, ja. Sind jetzt hier für welche eingeteilt? Da sind zwei Stück eingeteilt. Einer, keiner. Gut, es dauert jetzt ein bisschen länger, bis sie das gebaut haben. War jetzt ein Fehler von meiner Seite. Weil wir hier natürlich auch fünf Krieger haben wieder, ne? Ja. Die Liv ist jetzt hier die Anführerin. Der Björn hat wieder voll Energie. Okay, das passt wieder. Also hier ist soweit alles in Ordnung. Mit drei Leuten kann ich immer noch leben. Ist besser als mit gar keinem. Und hier oben haben wir auch noch eine Baustelle. Und da liegt es an einem Holz und hier bei dem Holzfäller an zwei Holz. Und die kommen da vorne nicht ans Lager ran. Und hier ist zurzeit kein Holz gelagert. Was? Was hat er dann gefunden? Also er hat schon mal irgendwas gefunden. Das ist schon mal gut. Aber das da oben wird nicht weitergebaut. Da stehen so viele Leute rum, die nichts zu tun haben. Hm. Wie kriege ich bei denen jetzt Holz hin? Die Sache ist, dass ich das mit dem Kurier noch nicht ganz so verstanden habe und ich selbst jetzt den Kurier nicht so wirklich bauen kann. Hier fehlen jetzt noch zwei Steine für den Steinmetz. Eins. Für den Stein, vom Steinmetz. Ja, aber bald kommt es dann auch dazu, dass die Leute hungern. Und das darf einfach nicht passieren. Leute, was macht ihr denn da? Ihr rennt da rum wie aufgescheuchte Hühner. Achso. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das auch so schnell gestellt habe. Naja. Wenn ich jetzt den Kurier baue, müsste ich mir das Kurier-Tutorial nochmal angucken. Haha. Den Kurier packen wir jetzt mal hier irgendwo in die Nähe vom Lager. By the way, wo ist das Lager, das kleine? Da ist das Lager. Bauen wir den da mal hin und ja, die Mühlen arbeiten schon im Hochtakt, weil nämlich hier alles voll war. Ja. Und das Lager hier wahrscheinlich auch überfüllt ist bis zum geht nicht mehr. Da ist doch Holz drin, Leute. Da ist doch Holz. Okay, Nils, komm. Dich wandern wir jetzt mal ab und bewegen dich mal da oben. Such mal da oben ein bisschen. Der bringt Mehl da vorne hin. Gut, der lagert das da. Das ist auch in Ordnung. Das ist fertig. Aber ich habe doch null arbeitslose Krieger. Hier sind Steine und Feuerstein. Das Lager kommt aber nicht da oben ran. Wenn ich ein neues Lager dazwischen baue, könnte der Kurier das wahrscheinlich dann bauen, aber es ist so... Hm, hier ist noch gar keiner zugeteilt.
Ah, nee, damit erhöhen wir unsere Wikingeranzahl. Ah, okay. Ja, und das hier steht gerade still, oder was? Das kann es doch nicht geben. Hier ist einer drin. Hol den noch mal. Geht doch. Ach, weil er das auch braucht. Deswegen. Ah. Lara hat Hunger. Es passiert genau das, was ich befürchtet habe. Und Lara rennt da hinten rum. Aber hier ist jedenfalls ein Baum. Lara, das ist schon mal super, dass du dich da um Essen kümmerst. Also wir müssen hier irgendwo anscheinend noch einen Holzfäller hinpacken, hier so in die Nähe. Machen wir den Holzfäller da hinten erstmal auf. Ausschalten. Dann rennen die Leute erstmal woanders hin. Und können den da bauen. Und da haben sie es nicht ganz so weit. Hoffe ich. Ist der Kurier jetzt schon gebaut? Hat jetzt einen Bauarbeiter. Das ist auch gut. So. Jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, das ist jetzt gerade schon wieder so, wenn die Karte sich sehr weit auseinanderstreckt, da muss man echt mit dem Kurier arbeiten. Und dadurch, dass ich mich noch nie mit dem auseinandergesetzt habe. Ingmar hat Hunger. Okay, Ingmar, dann hol dir doch mal Fisch. Dann hol dir doch Brot. Dann. Och, Mann. Okay. Damit sie wirklich ein sehr großes Problem, wie ich das sehe. Weil wenn welche sterben. Ach, er kann sich gar kein Brot holen. Die sterben bei mir jetzt einfach aus dem Grunde, weil hier das nicht fertig wird. Jawohl. Hier stellen wir noch einen Träger ein. Ja, Ingmar ist gestorben, ne? Ja, war klar. Rucksack fehlt. Dann bastel dir ein. Jetzt frage ich mich gerade, was brauche ich eigentlich für einen Rucksack? Brauche ich eigentlich einen Jäger, ne? Müsste ich jetzt. What the fuck? Guckt euch mal an, was ich hier für Kosten für das Gebäude brauche, für einen Jäger. Für drei Häschen, die hier sind. Da habe ich da mehr von. So, da sind jetzt gerade drei Bauarbeiter. Jetzt haben sie jedenfalls erstmal eine Bäckerei, können was essen. Wer hat da Hunger? Er hat gerade gegessen. Ware fehlt Frucht. Wikinger hungert. Was ist denn jetzt hier mit? Steinquader 12. Ich glaube, ich habe das Ganze hier ein bisschen falsch angegangen. Könnte mir jetzt echt böse zum Verhängnis werden. Was ich aber mache, ist die Krieger erstmal abziehen. Die können auch da oben stehen. Die nehmen dann das Essen nicht weg. Mehl hat er. Feuerstein, Bruchstein. Hier ist alles da. Hat der Kurier jetzt seine Tasche? Okay. Dann? Nein, 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 nicht abreißen. Auswählen. Er kann aber auch nichts holen, ne? Wenn wir den jetzt nach da oben packen, dass wir den
gehen mal wandern. Lenja, da ist doch eine Frucht an dem Baum. So, und Agmund hat immer noch Hunger. Er kommt gerade von da hinten. Er müsste doch eigentlich gerade was gegessen haben. Die Bäckerei hat schon 3 Brote produziert. Aber der Agmund holt sich nichts zu essen. Der ist sogar der Arbeiter und kriegt nichts zu essen. Jawohl, die haben ihn gerade alles vor der Nase weggegessen. Na, wenn das nicht Freunde sind. Holt Ware. So, der Kurier. Gerade irgendwie gar nicht weiter. Packen wir den Kurier mal dahin. Mal gucken, ob das hilft. Dass der von da nach da liefert. Und der... Ich wollte gerade sagen, wir hätten hier 4 Träger. Achso. Ja, woran hapert es hier? Hier hapert es an Leuten oder was? 2 arbeitslose Wikinger. Ja, was ist denn damit? Ist fertig. Oh, wunderbar, wunderbar. Dann geht's jetzt auch mal ans Essen. So, dann beschleunigen wir mal wieder. Jetzt legen sie schlafen. Ah, der Kurier. Wunschliste. Läuft dahin. Hoffe ich mal. Gilbert? Nee, nee. Ihr lieber Kurier, langweilt sich. Du sollst Sachen holen. Nee, nicht Brot. Haben wir hier nochmal das Tutorial? Nö. Ernsthaft? Man kann das Tutorial nicht nochmal auswählen? Erfolge, nächste Tutorial. Kurier. Bedrohung, Kampf, 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 Anbauten, Lager, Steinbruch, Farm, Steinmetzbäckerei, Geologe, Minen, Kurierrouten. Kann man draufklicken? Nein. Um die Ware deiner Siedlung besser zu verteilen und um sie über größere Strecken effizient zu transportieren, kannst du Kuriere einsetzen. Ein Kurier stellt an seinem Posten eine Wunschliste von Waren, die in der Umgebung gebraucht werden. Danach läuft er alle anderen Posten derselben Farbe ab, um diese Waren zu holen. Ein Kurierposten hat kein eigenes Lager. Der Kurier liefert die angeforderte Ware deswegen sofort aus. Als alle Kurierposten derselben Farbe tauschen, Waren untereinander aus. Wir haben parallel auf. Also ich brauche sogar noch einen zweiten Kurier. Das ist der Grund. Ah. Das heißt also, sobald das Haus da fertig gebaut ist, oder beziehungsweise das da. Habe ich denn überhaupt noch hier einen Arbeitslosen? Ne. Halt, wer war denn jetzt der Starke da? Dann nimm mal Skorri mal weg. Skorri, du kannst jetzt hier mal helfen. Genau. Skorri hilft jetzt da beim Bauen. Der Geologe findet die ganze Zeit nichts. Dann auch bewegen wir den mal jetzt in diese Richtung. Was ist das? Lager. Ausschalten. Hält das mal unten aus. Auch nicht schlecht. Hat da oben noch ein Lager gebaut, deswegen. Ah, die Farbe kann ich auch nicht ändern, oder?
So, das ist der Holzfäller. Der ist jetzt fertig. Lenny hat wieder Hunger. Entschuldigung. So. Also, nachdem wir jetzt dann doch mal herausgefunden haben, wie das anscheinend mit dem Kurier funktioniert, hoffe ich jetzt mal, dass wir jetzt dann doch einen Schritt weiterkommen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zu Valhalla Hills. Und ich sage wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.